Das erste Mal auf meinem Kanal bin ich mit einem Motorboot auf dem Weg zu einem verlassenen Geisterschiff. Da vorne, man sieht es ganz in der Ferne, ist tatsächlich ein verlassenes, ja, so ein alter Kahn, kann man sagen. Dieses liegt schon seit über 20 Jahren vermutlich verlassen an einer kleinen Bucht irgendwo auf einem großen See. Und das Boot liegt hier seit Jahren völlig verrostet. Ein Riesensee wie in Schweden hier. Das Boot wurde fluchtartig verlassen, alles befindet sich noch darin. Wir finden alte Zeitschriften, Zahnbürste, einen Kamm, alles was dazugehört. Und am Ende taucht am Ufer sogar noch ein Auto auf. Wer dieses spannende Abenteuer nicht verpassen möchte, der sollte sich dieses Video auf jeden Fall anschauen. Da oben auf diesem Gelände, wir wissen nicht was da ist, hat ein Auto angehalten. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Moin Moin Leute, wir haben es 11:30 Uhr, Samstag, irgendwo in Brandenburg. Ich bin gemeinsam mit Michael Zockers, mit Tobi und mit Fidi auf dem Boot auf dem Weg zu zwei verlassenen Orten. Wir sind uns noch nicht zu 100% sicher. Ein verlassenes Boot. Das hast du schon mal gesehen, ne? Das müsste es auf jeden Fall noch geben. Das ist auch nur mit einem Boot zu erreichen. Das ist das Interessante. Haben wir noch nie gemacht. Und dann haben wir noch ein verlassenes Schloss oder so ein altes Gutsanwesen. Da müssen wir mal sehen. Das checken wir dann später mal mit der Drohne ab und so weiter. Aber jetzt fahren wir erstmal durch Brandenburgs Seen und Kanäle und gucken mal, was für ein Abenteuer wir heute erleben. Juhu! Wir nähern uns langsam dem ersten verlassenen Ort. Da vorne, man sieht es ganz in der Ferne, ist tatsächlich ein verlassenes, ja, so ein alter Kahn, kann man sagen, der eben Waren über die Wasserstraßen hier von A nach B gebracht hat. Sieht man auch auf der Elbe immer noch häufig, auf der Havel und so weiter. Da ist dann halt Kies drin oder ähnliches. Wir waren jetzt eine Weile unterwegs, von dort kommend. Ja, und nähern uns jetzt mal diesem alten Schiff. Das sieht schon krass aus von hier aus. Normalerweise haben die auch immer so Kabinen und so. Mal gucken. Tobi, was sagst du zu diesem Abenteuer? Mal was ganz anderes, wa? Was ganz anderes. Aber ein schönes Abenteuer. So, noch ca. 50 Meter, 60, 70 Meter entfernt. Und das Boot liegt hier seit Jahren völlig verrostet. Ein Riesensee wie in Schweden hier. Und wir müssen jetzt mal gucken, vielleicht legen wir direkt an. Reinfallen wäre blöd. Ganz so warm ist es nämlich nicht mehr. Die Bäume verlieren langsam ihre Blätter, werden gelb. Wahnsinnsstimmung gerade, es ist super ruhig. Kaum jemand auf dem See gerade. Und tatsächlich scheint mir von hier aus, sieht man es, dass da immer noch Einrichtung drin ist. Weil hier hinten ist die Wohnkabine, vorne konnte man die Waren transportieren. So, Obacht hier, ne, mit dem... Das ist so super, wir halten uns hier so fest und dann klettert ihr da hoch. Oh geil, hier, guck mal, dieser alte Anker. Wahnsinn. Ist das geil? Ist dieser Anker geil? Der Anker ist so verrostet. Also das Ding muss ja hier locker schon, das liegt hier bestimmt schon 10 Jahre oder länger. Ich meine, mit Wasser und der Witterung geht das immer schnell, aber guck mal, wie krass das hier schon runterblättert. Also das Boot liegt hier richtig lange. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Wir müssen nur erstmal über diese vergilbten, vergammelten Seile irgendwie aufs Schiff kommen. So, ihr zwei passt auf. Wir passen auf, ich halte die Stellung. Ich tanke mal ein bisschen nach, ich habe einen Kanister mit. Fidi, du passt auch auf, ne? Und wir gehen jetzt hoch. Also Tobi ist schon oben. Kann, glaube ich, da ganz gut drauf mit dem Fuß. Okay, wir sind drauf.
Es riecht hier tatsächlich nach altem Fisch. Es riecht hier ganz eigenartig. Es ist alles super krass verrostet. Also, wir stehen jetzt hier quasi drauf. Hier sind die alten Fenster. Man sieht schon Gardinen. Ey, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Also, klar hat man sowas schon mal gesehen, aber dass man mal raufkommt und sowas wirklich verlassen ist. Ich wohne ja auch im Raum Berlin-Brandenburg und somit sehe ich andauernd an mir diese Kähne vorbeiziehen. Aber ich war noch nie auf einem drauf. Hier haben wir direkt die Steuer, ja, die Zentrale, die, ich glaube, man sagt bei großen Schiffen immer die Brücke. Also der Teil, wo man das Schiff quasi steuert, alles einstellt, da hat man natürlich hier ein bisschen weniger als bei einem großen Schiff. Man kam hier über eine alte Holztür rein, die ist komplett schon rausgebrochen. Man sieht halt auch dem Schiff das Alter an, denn ein großer Teil ist tatsächlich hier aus Holz. Direkt beim Reinkommen steht hier so ein alter Kanister. Dann haben wir hier den Kühlschrank, der ist aber leer. Alte Gummistiefel, hier ist echt noch alles. Als wäre der Kapitän damals einfach abgehauen und hätte all sein Hab und Gut hier drin zurückgelassen. Ach, das ist die Aussicht. Von hier wirkt das Schiff noch mal viel, viel größer. Der schmale Körper am Ende vom Schiff und dann der lange Rumpf. Hier die alte Sitzbank. Ich setze mich mal einfach kurz, dass man mal so ein bisschen den Eindruck hat. Hier konnte man dann. Ach, die funktionieren leider nicht mehr wirklich. So ein bisschen Gas geben. Ich vermute mal, dass man über diese zwei Hebel das Schiff dann auch bedienen konnte. Vielleicht gab es hier noch so ein Steuerrad. Auch hier gibt es einige Anzeigen, wo man irgendwas einstellen konnte. Mit solch einer, ich glaube, eine Temperaturanzeige ist das. Vielleicht Motortemperatur. Dann konnte man hier das Fenster sogar aufmachen. Hier gibt es hier richtig so ein Scharnier. Hier oben ist noch so ein alter Lautsprecher. Ey, Tobi, warst du schon mal auf so einem Kahn? Nee. Also weder voll verlassen noch nicht verlassen, ne? Auf gar keinen. Und es ist ja wirklich noch alles da. Dort ist quasi eine eingerichtete Einzimmerwohnung. Ey, krass. Könntest du dir, mal ganz ehrlich, könntest du dir vorstellen, auf so einem Ding zu leben und das so beruflich zu machen? Es hat doch aber irgendwie was. Es hat was, aber es hat auch... Ich find's schon cool. Ich habe öfter abends, wenn ich eine Fahrradtour gemacht habe, nochmal, ja, die Leute, die auf solchen Schiffen leben, beobachtet. Die haben meistens dann noch Fahrräder drauf. Manchmal, wenn es größer ist, sogar ein Auto. Und die ziehen dann so an einem vorbei. Und irgendwie hat das so eine gewisse, wie so eine Trucker-Romantik, nur auf einem Wasser. Du fährst die ganzen Wasserstraßen in Deutschland, teils von den Niederlanden über verschiedenste Flüsse bis nach Deutschland, bis nach Dänemark und so weiter. Da gibt es hier überall Anbindungen über Kanäle, den Mittellandkanal, den Nordostseekanal. Und das Ganze über solche Kähne. Und damit werden eben wichtige Waren für den Straßenbau und so weiter transportiert. Und irgendwie ist das so ein Underground-Beruf, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber irgendwie ziemlich cool. Vielleicht haben manche sogar einen Hund dabei, so einen kleinen, oder eine Katze, so eine Schiffkatze. Ich find's krass. Nehmen wir mal eine Taschenlampe. Ich weiß gar nicht, ob man sie braucht. Ich mache sie einfach mal an. Oh, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist so eine ganz steile Treppe. Boah, krass. Okay, hier ist wirklich noch einiges da. Alles ordentlich vergammelt. Sicherlich waren auch schon mal die ein oder anderen Leute hier, die das Ganze ein bisschen verwüstet haben. Ich stelle die Taschenlampe einfach mal hier hin. Also, wir haben jetzt hier diesen großen Raum. Ein Sofa, Schränke. Dieses Sofa war gleichzeitig höchstwahrscheinlich auch das Bett, welches man so umklappen konnte. Es gibt überall diese eingelassenen Schränke. Alles so ein bisschen in so einem maritimen Holzlook. So eine typische Schiffskabine. Hier ist leider umgekippt, aber ein Bürostuhl. Wahrscheinlich für diesen Tisch, den man sowohl, hier auf der anderen Seite ist auch noch einer, zum Essen benutzt hat, als aber eben auch, um, ja, weiß ich nicht, die Karte sich nochmal anzuschauen, abends vielleicht einen Brief zu schreiben. Wenn es wirklich über 20 Jahre verlassen ist, da war hier auch noch nicht viel mit Internet, gerade nicht auf so einem Boot. Es gibt hier sogar einen Ofen, hier war ein Ofenrohr dran. Das ist, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr normal, dass man einen Ofen drin hat. Wer diesen Beruf ausübt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr auch einen Ofen bei euch im Schiff? Und wie ist das Leben auf so wenig Platz, immer auf dem Wasser? Dann hat man hier noch eine kleine Küche. Also hier ist die Küchenzeile mit Schränken. Tatsächlich uralte Zwiebelschalen in so einem Plastik. Dann ist hier noch irgendein Sack. Ich
weiß nicht, was das mal vielleicht war. Da hinten liegt noch irgendeine Gemüsebrühe oder sowas. Dann hat man hier ein Waschbecken, richtig mit Wasseranschluss, einen Wasserhahn. Und das ist auch wieder krass und wirklich alt. Augenkompressen. Und hier liegt eine Zahnbürste, ein Kamm und alles, was dazugehört. Und auch sowas schließt dann natürlich wieder darauf, dass dieses Schiff mehr oder weniger Hals über Kopf verlassen wurde damals. Irgendwie hier abgestellt wurde und dann nie wieder jemand zurückkam. Ganz ehrlich, Leute, ich gucke hier gerade noch so ein bisschen raus. Sehe das Ufer auf der anderen Seite, ein kleines Hausboot. Wir sind selber mit einem Boot das erste Mal. Seit 2015 habe ich den Kanal und ich bin noch nie auf einem Boot gewesen auf einem Video. Ich habe bald 400 Videos auf meinem Kanal. Und das ist das erste Mal, dass wir mit einem Boot zu einem Lost Place gekommen sind. Und alleine das macht das Video so besonders. Also haut auf jeden Fall die Kommentare voll, wenn wir vielleicht sogar hier mal eine Overnight machen sollen. So ein Lost Place hatten wir noch nicht. Und wir waren ja vor einigen Monaten in Frankreich und haben uns da verlassene Kriegsschiffe angesehen. Da kamen wir aber leider nicht rein. Und vielleicht ist das hier zumindest ein ganz kleiner Trost dafür, dass wir damals nicht reinkamen. Jetzt sind wir zumindest mal in einem verlassenen Schiff. Auch wenn es kein riesen Kriegsschiff ist. Aber ich denke trotzdem eine ganz gute Alternative, weil das doch auch was sehr Besonderes ist. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie dieser Kapitän irgendwann hier angelegt hat, das letzte Mal sein Schiff verlassen hat und nie wieder zurückkam. Weil ja, man mag vielleicht, es ist kein riesen Containerschiff, aber für ihn war es das ganze Leben. Er war immer auf diesem Schiff oder sie, weiß man nicht. Immer unterwegs, auf Wasserstraßen, kennt sich überall perfekt aus, hat immer die Ruhe genossen. Ich glaube, es ist echt ein cooles, sehr interessantes Leben. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Kajüte. Es müsste einen riesen Motorraum noch geben und eben auch den vorderen Teil. Ich glaube, auf dem Gelände hat gerade ein Auto angehalten. Das Schiff ist ja hier festgemacht. Da ist noch so eine alte verrostete Brücke. Hier ist so ein altes Seil und Tobi sagt, da oben auf diesem Gelände, wir wissen nicht, was da ist, hat ein Auto angehalten. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Bisher ist noch alles ruhig, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal raus, bevor es zu spät ist. Also hier haben wir die große Fläche, ja, ganzen Waren reinkamen. Sand, Kies, Kohle, das ist ultra tief hier, ne? Hier passt richtig was rein. Zieh. Tonnen an Material konnte man hier verladen mit großen Kränen an Häfen. Von hier aus sieht man halt auch nochmal richtig gut die Kajüte. Das ist echt was ganz Besonderes. Und hier drunter müsste halt theoretisch jetzt auch noch ein Motorraum sein. Ich gehe gerade einfach mal ein bisschen hier entlang. Das ist alles hier nochmal extra mit solchen Ketten gesichert. Ich glaube auch nicht, dass das normal so war. Hier liegen noch so verrostete Teile im Wasser, die immer mal abgefallen sind vom Schiff vielleicht. Ich will eigentlich einmal bis ganz vorne kommen. Ich hoffe, hier bricht nicht noch mehr ab. Ins Wasser fallen möchte ich eigentlich nicht. Krass. Hier vorne ist sogar noch was. Genau das wollte ich. Einmal ganz vorne sein. Auf dem Schiffsbug, wie auf der Titanic. Da hinten klackert's immer mal. Hey, aber das ist wirklich was ganz Besonderes. Da hinten liegt noch das Boot, womit wir angelegt sind. Ich glaube, die Geräusche vom Land waren wahrscheinlich die Straße. Hoffe ich zumindest, dass uns jetzt hier nicht irgendjemand sucht. Weil irgendwie stehen da hinten noch irgendwelche Fahrzeuge. Das ist, glaube ich, so ein Baustoffhof oder so. Ja, wir erkunden das Schiff jetzt noch ein bisschen weiter, solange wir die Zeit haben. Gehen wir mal hier noch in die zweite Kajüte, würde ich sagen. Ja, es ist noch ein bisschen enger. Hier kann noch eine Person leben vom Prinzip. Es sind auch Fenster, diese kleine Luke. Alles ein bisschen enger. Hier hat man nur diesen kleinen Tisch mit einem, ja, so einem Campingstuhl. Hier hat mal irgendwann schon ein Vogel in dem alten Schrank genistet. Das ist hier einfach so ein Schiebeschrank. Hier ist auch eine Toilette, ein richtiges Klo, ein normales. Hier noch so ein kleiner, richtig so ein Badschrank. Bettzeug oder sowas. Hm. Seltsam. Und sogar noch eine zweite richtige Kajüte. Hier ist noch so eine richtige Kajüte. Hier liegen auch noch alte Zeitschriften rum. Und hier tatsächlich auch vom Datum 1997 noch D-Mark. Also das Boot muss hier wirklich schon lange, lange, lange außer Betrieb sein. Krass. Motorrad, alles Motorradmagazine. Also irgendwie im Zeitraum Anfang der 2000er wird das hier verlassen worden sein. Hier übrigens noch ein weiteres Paar Schuhe auch. Tobi, hast du noch was Spannendes entdeckt?
Warst du schon im Motorenraum? Ein ganz schmieriges Teil. Schmierig wie du, vom Charakter her. Also ist tatsächlich, muss man da ist der ganze mit Öl, oder was? Der ist so schmierig, die Treppe runter, da ist umwelttechnisch eine reinste Katastrophe. Unten ist ein bisschen Wasser überall, da schwimmt ganz dickes schwarzes Öl drin. Klar. Sollte man da überhaupt reingehen? Warst du da drin? Ich war drin, ja. Du musst halt aufpassen, ist alles schmierig, rutschig, dreckig und ölig. Also wir laufen jetzt nochmal zum alten Maschinenraum. Tobi hat gesagt, es ist extrem ölig, also passen wir da auf jeden Fall auf. Ich hoffe nicht, dass das Öl hier regelmäßig ins Wasser läuft. Ich weiß eh nicht, wie das ist, hier so ein altes Schiff einfach über so lange Zeit direkt in der Natur quasi vergammeln zu lassen. Wie ist er denn da überhaupt hingekommen? Boah, ich riech's von hier schon. Es riecht so krass nach Öl. Ah, okay, und hier geht's runter. Rauchen verboten? Ja, genau, weil da eben das alte Motorenöl drin ist. Gehen wir mal runter. Die Leiter ist rutschig, glitschig. Also hier sollte man nichts anfassen. Und ich tauche jetzt hier in den Bauch des Schiffes ab. Der ist riesig. Würde man nie denken für so ein kleines Schiff. Alter, bloß nichts berühren hier. Das kriegst du nie wieder aus den Klamotten raus. Hier direkt hinter der Treppe ist auch so eine alte Werkbank mit so einer alten gelblichen Lampe. Da hinten hängt noch irgendwie so ein Mantel und so ein Gehörschutz. Dann ist hier richtig so ein, oh, hier konnte man was festklemmen und die ganzen Motorteile dann während der Fahrt reparieren, weil man konnte nicht einfach mal eben zur Werkstatt fahren, wenn irgendwas ist. Das musste man alles hier vor Ort machen. Da hängen sogar so verrostete alte Vorhängeschlössern und ein Flaschenöffner und so. Völlig verrostet. Seit zig Jahren gammelt das hier. Das sieht krass aus. Als Herzstück dieses Raumes ist hier natürlich der Motor. Ich weiß nicht, was das für ein Motor ist. Da könnt ihr bestimmt in die Kommentare schreiben, was das ist. Da gibt es ja immer Experten, die sich da auskennen. Ich würde mal schätzen, es ist irgendwie ein Sechszylinder. Vielleicht ein Reihenmotor. Reihen Sechszylinder sind ja hier alle hintereinander. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich glaube, ich sehe hier sechs solche Stutzen. Auf jeden Fall hier dieser Motor, der das Schiff mit wahrscheinlich, schätze ich mal, über 1000 PS angetrieben hat. Aber ist auch nur eine Vermutung. Vielleicht hat es auch nur 500, 600 PS gehabt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie stark die Motoren für so ein Schiff sind. Das wiegt ja schon einige Tonnen. Hier steht Betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Ein Schild, was aussieht, als wäre es noch aus DDR-Zeiten, ehrlich gesagt. Hier liegt noch so ein alter Schlauch. Hoch ganz Buntlack. So Sachen, womit man das Schiff in Schuss halten konnte, was ich nur nicht so ganz verstehe. Als wäre hier mal was explodiert oder so, ist hier überall Öl an den Wänden. Das ist doch nicht serienmäßig so. Es kann doch nicht sein, dass hier überall Öl ist. Vielleicht ist es natürlich mit der Zeit aus all diesen Rohren, Dichtungen und so weiter rausgelaufen und hier eben die Wände runtergeschmiert. Es ist wirklich pervers. Boah, man kann hier echt kaum lang gehen. Es ist so rutschig auf dem Boden. Hier schwimmt richtig Öl. Wie Tobi sagte, hier vor mir ist halt auch richtig noch so ein Kettensystem mit so einem Zahnrad, wo irgendwie ein alter Kabelzug da nach hinten wegging, um irgendwelche Luken vielleicht zu schließen und zu öffnen. Hier gibt es dann auch nochmal so alte Schalter, womit man irgendwas steuern konnte. Hier sieht man halt, wie krass viel Öl, ne? Das da unten ist alles Diesel, Öl und Wasser gemischt. Wenn das hier einmal ausläuft, ist das echt ein Riesenmalheur. Also eigentlich ist das schon fast ein kleiner Skandal hier. Weil es muss ja nur irgendwann wird der Punkt kommen, da rostet das hier durch. Und dann sickert das alles hier in die Kanäle rein. Und das wäre ein Riesenärger, weil das wahrscheinlich auf die Schnelle auch keiner merken würde. Und dann sterben Tiere womöglich. Ja, es ist nicht viel, aber man sagt ja, ein kleiner Tropfen kann schon tausende Liter Grundwasser verschmutzen. Deswegen, also ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, hier nicht so ganz in Ordnung. Diese Lampe hier, guck dir das mal an, diese alte Schiffslampe, die einfach, entweder ist sie so ölig oder die ist gelb. Ich glaube, die ist ölig. Die ist komplett verölt, hier ist alles verölt. Aber Leute, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich muss sagen, das ist so wirklich einer der coolsten Lost Places seit langem, weil das mal wieder was ganz anderes ist. Es ist eben kein Horrorhaus, kein Schloss. Wir hatten letztens ja das Flugzeug, wo wir auch übernachtet haben. Und ganz ehrlich, Tobi, was sagst du? Lass uns doch nochmal wiederkommen und hier übernachten.
Oben natürlich nicht im Motorraum, das ist logisch. Warum sind sie im Motorraum? Ja, hast du auf jeden Fall Öl, um irgendwas anzubraten. Ja. Aber lass uns doch oben mal eine Overnight machen. Am besten im Winter. Im Winter, wenn der ganze See zugefroren ist und dann gehen wir... Ja, übers Eis soll man nicht gehen, aber die Vorstellung... Ich gehe übers Eis. Ja? Ja. Tobis Feuerwehrmann, der rettet uns dann schon irgendwie. Und gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, kommentiert das Video, damit wir Bescheid wissen, dass wir nochmal wiederkommen. So. Hier sind wir wieder am Boot. Ich gebe euch mal die Lampe. So. Wir sind wieder zurück am Boot und verlassen jetzt dieses wirklich krasse Schiff wieder. Was für eine Erkundung. Kurz angelegt, rüber, wie auf so einer geheimen Mission, kurz gefilmt und wieder weg. So gefällt mir das. Wir fahren jetzt tatsächlich gerade noch mal zu einem anderen Gebäude. Das ist hier so ein altes Schloss, ein Gutshof, wie auch immer. Hier gibt es einen ganz alten Steg, sogar mehrere, die alle ziemlich zugewuchert sind. Alte Bäume. Es gibt hier definitiv Nachbarn. Wir fahren langsam an den Steg ran, hüpfen mal kurz rüber und gucken, wie weit wir kommen. Aber es sieht halt verlassen aus auf dem ersten Blick. Ja, Kapitän Zogos fährt so ganz langsam Backbord ran. Und dann schauen wir mal. Hier vorne ist der alte Steg, sogar aus Beton. Ich gehe jetzt erstmal gemeinsam mit Michael auf das Gelände. Hier vorne ist das Haus wirklich von außen ja völlig zugewachsen. Hier wird aber noch Rasen gemäht, ne? Obwohl das Haus schon auch krass zugewachsen ist an einigen Stellen. Riesenhaus, allerdings alle Fenster sind zu. So richtig verlassen wirkt das hier nicht. Wir werden mal die Treppe hier hochgehen. Doch, aber das ist verlassen. Man kann so ein ganz bisschen reingucken. Alle Möbel zusammengestellt. Hier sind auch noch ohne Ende Möbel. Wirkt so ein bisschen wie so ein altes Kinderheim am See oder... Auch ein Hotel, schwer zu sagen. Wir haben keinerlei Infos, da steht noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Oben hier ranken schon Sachen hoch, Brennnesseln wachsen in den Regenrinnen. Also es scheint sich irgendjemand ums Außengelände zu kümmern, so ein bisschen. Aber das Gebäude an sich ist seit vielen Jahren ungenutzt. Diese alte Mauer, die alten Bäume hier, was ist das überhaupt für ein Baum? Was ist das für eine Pflanze? Wie so Schlingpflanzen, die da hochranken. Da vorne, sieht man das, ist eine Tür offen. Also da scheint jemand zu sein. Und bevor wir jetzt hier irgendwie erwischt werden, sollten wir wieder gehen. Auch hier auf der Rückseite alles zugewachsen. Die Tür, da ranken schon Efeu und so weiter hoch. Ein wirklich irres Gelände. Ich meine, es wird das Geld fehlen, aber warum nutzt das hier keiner? Ja, hier ist bestimmt ein Hausmeister oder so. Ja, natürlich ist hier ein Hausmeister. Alter, Tobi einfach am Zaun da vorne gewesen, erstmal schön erschreckt. Komm, bevor hier ein Hausmeister kommt, lass uns mal schnell wieder abhauen. Und lieber wieder schnell. Zurück aufs sichere Boot. Aber krass, dass sowas auch in Deutschland einfach ungenutzt ist. Ein ganzes Schloss, kaum zu glauben. Und einige Stunden später sind wir wieder ohne Michael Zogos unterwegs. An Tobis Auto, hinten an der Ladefläche und kochen uns jetzt ganz gemütlich Nudeln. An einem wunderschönen See. Tobi baut gerade die Stühle auf. Was ein schöner Abschluss von dieser heutigen Tour. Hat richtig Spaß gemacht. Oh, guckt euch das mal an, da vorne mit diesen drei Booten in den verschiedenen Farben. Tobi hat ja auch ein Dachzelt hier auf seinem Pickup und hier hinten solche Kisten mit so einem Auszug. Und es ist tatsächlich der alte Auszug vom Bartmann. Der war vorher bei ihm im Bus und jetzt ist er bei Tobi drin. Hier schön der Kocher. Herrlich. So lässt sich's doch aushalten. Herrlich. Wir sitzen so schön eng aneinander. Sieht das herrlich aus wieder mit dem Ausblick. Ich habe irgendwas auf der Linse.
Was ist denn das? Ist das Soße? Ich weiß nicht, warte mal. Ich glaube, es fängt an zu regnen gerade. Das eine ist, da irgendeine Schmotze. Ist da festgekrustet. Okay. Ja, dann Prost, ne? Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Und zurück im Studio ist an dieser Stelle das Video vorbei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war wirklich ein Video der ganz, 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 ganz anderen Art. Das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Motorboot zu einem verlassenen Ort gekommen bin, die ja sogar mehrere Orte angefahren sind, was am Ende mit dem Schloss passiert oder was damit ist, weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau. Wir sind auf jeden Fall lieber wieder gegangen. Wir wollen ja da auch keinen Ärger machen. Es scheint ja nicht ganz so verlassen wie gedacht, auch wenn das Innere des Gebäudes tatsächlich ungenutzt scheint. Wenn ihr über dieses Schloss was wisst, abgesehen davon, dass ihr den Namen bitte nicht in die Kommentare schreibt, könnt ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben. Also einfach sagen, yo, ich kenne das Schloss, damit ist das und das. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und ich denke, die anderen, die dabei waren, auch. Ansonsten gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn auch mal wieder öfter was mit dem Dr. Zockers kommen soll. Wenn ihr da Ideen habt, auch gerne in die Kommentare und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin. Ciao.